Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island. Im letzten Part haben wir die dritte Welt abgeschlossen und auch schon mit der vierten Welt anfangen können. Und dann machen wir jetzt dann auch gleich ohne weitere Umschweife weiter. So, hier mit Level 4-2. So, The Cave of the Lakitus. Schon wieder Lakitus. Okay, also irgendwie kommen Lakitus hier ziemlich häufig vor. Vor allem auch in den Titeln der Level, oder halt in den Levelnamen. Weil das ist doch jetzt schon das zweite oder sogar dritte Level, wo Lakitu im Namen irgendwie vorkommt, oder? Schon irgendwie. Aber was soll's. Und da geht's rein. Eigentlich wollte ich jetzt noch gar nicht den richtigen... Kann ich nochmal zurück? Kann ich nicht mehr. Eigentlich wollte ich jetzt noch gar nicht den richtigen Weg nehmen, weil ich habe nicht gedacht, dass gleich links es reingehen würde. Ich dachte halt, ganz rechts wäre der richtige Weg. Aber ich will mal kurz testen. Ich kann ja jetzt nicht zurückgehen. Genau. Ich muss eben jetzt das Level erst abschließen und erst dann kann ich im Startbildschirm Select drücken, um wieder direkt rauszukommen. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass da jetzt am Anfang nicht irgendwo in einer der anderen Röhren etwas zu finden war. Aber wird schon passen, hoffe ich mal. So, okay, und hier können wir uns gleich ein Leben holen. Moment. So. Yay! Denn die typische Mario-Regel, die haben wir jetzt bisher in dem Spiel noch gar nicht so wirklich häufig gesehen. Aber wenn man eben mit einem Koopa-Panzer danach 8 Gegner in Folge trifft, ohne den Panzer wieder neu anzustoßen, dann... Vielleicht bei der anderen Röhre hier rausgekommen oder sowas. Keine Ahnung. Dann kann man auf jeden Fall auch ein Leben erhalten. Genauso wie auch in den Mario-Spielen. Ziemlich cool. Aber zum Beispiel die andere typische Mario-Regel, dass man von 8 Gegnern in Folge wegspringen kann, ohne den Boden zu berühren, dass man dann auch ein Leben erhält, das gilt, glaube ich, hier nicht, soweit ich weiß. Ich meine, vielleicht auch doch, und ich weiß einfach nur nicht. Aber es wird mich wundern, weil ich meine, es ist ja auch hier viel einfacher, von 8 Gegnern in Folge... Und Powerblock einfach so... von 8 Gegnern in Folge wegzuspringen, ohne den Boden zu berühren, da man eben auch flattern kann. Deswegen, ich denke mal, dass es nicht so sein dürfte. Okay. So, und hier haben wir jetzt dann einfach im Level einen Powerblock, der genauso funktionieren dürfte, nehme ich mal an, wie auch der Powerblock, den wir auch als Item haben. Und dieser Powerblock hier hat ja auch gerade die Gegner in der Luft, die Lakitus treffen können. Und das war ja noch so ein bisschen meine Frage, bei der ich mir nicht ganz sicher war, wie das denn bei dem Powerblock als Item ist, ob der auch fliegende Gegner erwischen kann. Aber, also, jetzt sieht es anscheinend schon so aus, weil die Lakitus hier sind ja fliegende Gegner. Ich meine, das stimmt auch nur so halb. Weil das sind ja keine richtigen fliegenden Gegner, das sind eigentlich eher halt Wandgegner. Und die Wand ist ja auch mit dem Boden verbunden, deswegen würden die das halt bei einem Erdbeben durch den Powerblock dann schon auch spüren. Deswegen kann man es schon auch irgendwie erklären, dass dann... Ist da oben übrigens irgendwas? Ja, vielleicht. Habe ich gerade irgendwas aktiviert? Ah ne, ach so. Da oben ist einfach ein weiterer Powerblock, glaube ich, gewesen, ne? Und ich hätte dann damit die Lakitus ja einfacher besiegen können. Aber okay. Auf jeden Fall kann man das dann damit schon auch noch erklären, denke ich. Und deswegen muss es jetzt noch keine Bestätigung dafür sein, dass der Powerblock wirklich fliegende Gegner treffen kann. Ich habe doch immer noch einen im Inventar, oder? Habe ich ja. Ich muss jetzt mal echt dran denken, das mal zu testen. Ne? Ich hoffe, ich werde da jetzt dran denken, in diesem Part, dass dann gleich beim nächsten wirklich richtig fliegenden Gegner, den wir sehen, nicht nur so pseudo-fliegend wie die Lakitus da in den Wänden, ne? Sondern wirklich bei einem richtig echten fliegenden Gegner, das dann eben da austeste, ob dann der Powerblock dann die auch erwischen kann. So, ein geheimer Eingang wieder vielleicht irgendwo. Ja, gleich hier. Okay. So. Und da kommen wir jetzt einen kleinen Bonusraum. Ja, wenn ich kann da einfach, okay, ja genau, ich kann da einfach, wenn ich halt runtergefallen bin, kann ich eben immer wieder flattern, so häufig wie ich will. Solange ich halt, jetzt nicht zu sehr an Höhe gewinne zwischendurch. Ich muss eben immer erst, nachdem ich geflattert habe, so ein kleines bisschen fallen, aber dann kann ich gleich wieder flattern. Und diese Technik müssen wir jetzt dann eben hier anwenden, um dann hier 5 rote Münzen zu sammeln, wie gerade die Textbox mir verraten hat. Aber sollten wir auch hinkriegen, weil das Flattern beherrsche ich eigentlich schon recht gut, wie ich finde. Weil ich habe es ja auch schon vor allem im zweiten Extra-Level geschafft. Das war jetzt aber schlecht. Okay, gerade noch so. Im zweiten Extra-Level ja auch schon geschafft, dort dann immer von ganz rechts bei diesem P-Switch-Run da quasi, von ganz rechts wieder nach ganz links zurück zu flattern, wie so ein Verrückter. Und deswegen, ich glaube schon, dass ich eben das Flattern hier recht gut beherrsche und dass ich hier alle 5 roten Münzen mitnehmen sollte. Oder sogar alle Münzen. Weil bisher habe ich auch, glaube ich, wirklich jede Münze hier mitgenommen. Und das ist, glaube ich, die letzte rote Münze. Genau, okay. So, sehr schön. 5 weitere rote Münzen und auch einige normale, das ist doch nicht schlecht. So, und ich bin jetzt dann hier, also kurz dahinter. Alles klar. Dann machen wir weiter. Und, okay, da oben haben wir jetzt einen Koopa. Das ist auch ein bisschen fies, weil ich muss dann den jetzt gleich da nach links oder rechts hauen. Links ist ein Fragezeichen. Ich weiß nicht genau, was da im Endeffekt drin sein wird. Ich will aber erstmal auf jeden Fall die Blume haben. Okay, deswegen dann eben schön versuchen, den auf der linken Seite dann zu erwischen, dass man eben dann die Blume auch erwischen kann. Ich will mal kurz gucken, wie spawnt der. Ich glaube eigentlich nicht, weil ich habe ihn ja besiegt.
Oder er ist halt kaputt gegangen, quasi. Dadurch, dass er halt die Blume berührt hat, weil, wenn ich jetzt nämlich einen Gegner nicht wirklich besiege, dann kommen die ja schon auch wieder und tauchen auch wieder auf. Also auch wenn ich jetzt einen Gegner zum Beispiel in den Mund nehme, ich ihn aber dann wieder ausspucke und er aber auch überlebt, wie die Koopas eben zum Beispiel, dann wäre er schon wieder gekommen. Aber so jetzt dann eben nicht. Aber mich würde trotzdem interessieren, ehrlich gesagt, was da auf der linken Seite jetzt dann beim Fragezeichen drin ist. Aber ich glaube, ich habe keine Möglichkeit. Das zu. Ja, doch, habe ich schon, glaube ich. Ich werde mal kurz Feuermelone testen, ne? Weil die geht ja durch Wände hindurch. Das dürfte eigentlich klappen. Naja, hier nicht. Da geht sie ja auch nicht durch. Doch, schon, genau. Okay, Leben ist da drin. Alles klar. Haben wir es auch noch klären können. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem Leben und einer Blume, dann ist mir die Blume um einiges lieber, ehrlich gesagt, weil ich ja 100% haben will. Okay. So. Dann gehen wir gleich mal weiter. Obwohl ich mich gerade übrigens frage, aber kann ich nochmal zurückgehen eigentlich? Kann ich sogar. Kommt der Cooper vielleicht jetzt wieder? Das könnte sein, weil ich weiß mal, aber ich meine, die Fragezeichen ist ja auch weg, ne? Aber ich will es halt trotzdem kurz austesten, weil vielleicht ist er ja doch wieder da und auch das Fragezeichen oder sowas, er ist wieder da. Das Fragezeichen ist weg, okay. Weil ist es nicht so, dass wenn ein Koopa so ein Fragezeichen-Ding berührt, dass er dann noch weiterleben darf quasi und dass er dann nicht zerstört wird, bei der Blume aber schon? Ist es so? Weil dann könnte man sich nämlich, weil dann könnte man halt die richtige Reihenfolge beachten, dass man zuerst sich das Leben holt, in der Hoffnung, dass der Koopa das überleben wird, und dass man halt dann danach erst sich die Blume holt, weil bei der Blume eher kaputt gehen wird. Oder so. Vielleicht ist es so, ich weiß aber nicht sicher. Aber hier ist dann gleich, dürfte es hoffentlich dann so klappen. Nee, nicht, verdammt. Ich muss aber doch hier ins Koopa reinhauen, oder? Ziemlich sicher. Ich muss mal herausfinden, von wo aus. Von der Röhre. Aber ich muss schon ein bisschen springen davor, glaube ich. Ja, so geht's ja nicht. Nee. So. Nee. Das ist so einfach, das hinzukriegen. Und hier merkt ihr jetzt schon, die Koopas, die kommen auch wieder, weil ich sie eben nicht wirklich besiege, weil sie ja nur eine Schlucht runterfallen. Das zählt dann eben nicht. Vielleicht mal ein bisschen Anlauf, kann das sein, dass er schneller wegfliegt. Nee, es war zu schnell jetzt. Das ist nicht so einfach, muss ich zugeben, aber man muss es schon mit dem Koopa machen normalerweise. Von hier aus? Okay, von hier oben aus. Okay, alles klar, gut. Kann ich hier denn reingehen in die Röhre eigentlich? Kann ich ja, Vielleicht finden wir jetzt dann gleich, ich wollte es gerade erwähnen, den Schlüssel für das Minispiel, das wir gerade gesehen, für das Minispielhaus, das wir gerade schon gesehen haben. Aber erstmal auch eine rote Münze. Und ich werde am besten kurz warten, bis der Luftballon hier über der Plattform ist. Weil ich meine, ich könnte auch versuchen, mir dann den Schlüssel halt so aus der Luft ganz tricky zu holen, aber ist dann doch so um einiges sicherer. So, dann wieder zurück. Und dann mal kurz nachschauen, was wir dann dort für ein Minispiel haben werden. Obwohl wir, glaube ich, ja eh schon jetzt mittlerweile alle von denen gesehen haben. Das Ballonwerfen wieder mal. Hatten wir jetzt, glaube ich, am häufigsten. Das Minispiel. Obwohl ich sogar eigentlich die anderen ein bisschen interessanter finde, weil hier das halt nur abwarten und dann im richtigen Moment werfen. Aber hier habe ich jetzt sogar schon eine Fünfer-Kombination. Hatten wir nicht sogar bisher immer nur Vierer-Kombinationen? Ich glaube sogar schon. Aber jetzt dann eben auch mal eine Fünfer. Okay. So, aber ich warte wieder mal, wie ihr merkt. Ja, ich werde noch einmal warten. Jetzt ist er gleich schon eng, glaube ich. Jetzt? Ja, okay, ist ziemlich groß. Ich hoffe, das passt. Okay, sehr gut. Im letzten Moment, sehr gut. Das ist echt eine coole Taktik. Und zwei Leben. Yeah! Oh Mann, ey. So, wie sieht es eigentlich aus bisher? 14 und 3 und 29 leider. Jetzt haben wir 30. Sehr gut. So, also arg viel fehlt schon in Sachen rote Münzen und Blumen gar nicht mehr. Vielleicht sogar jetzt dann das hier schon der letzte Abschnitt, könnte sogar sein. Mit es dann noch einigen weiteren Lakitus, denen wir ausweichen müssen. Übrigens habe ich jetzt dann doch, das ist mir jetzt gerade mich wieder eingefallen, nicht mehr so wirklich dran gedacht, weil ich ja eigentlich das mit dem Powerblock testen wollte, bei fliegenden Gegnern. Aber ich glaube, es kamen auch gerade jetzt keine weiteren fliegenden Gegner, oder? Ich glaube nicht, weil wie gesagt, ich muss da echt noch dran denken, weil ich das echt unbedingt austesten will, ob es bei richtig reinen fliegenden Gegnern eben auch so ist, dass ich dann die mit dem Powerblock auch treffen kann, weil das würde mich wirklich sehr interessieren. So, und hier muss ich rüberflattern, was gar nicht mehr so einfach ist, aber das schaffen wir schon. So, okay, war ein bisschen knapp, aber ist alles gut. So, und nur noch eins und eins fehlt noch. Aha, und da ist 1 und 1. Aber ich muss dann gleich richtiges Timing beweisen. Ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt dann gleich geworfen habe, wird der andere Pfeil da anhalten. Also, das wird schon passen dann. Jetzt. Ja, vielleicht hält er doch nicht an, keine Ahnung. Aber es geht eh so schnell, dass ich wirklich genau dann schießen kann, wenn der Pfeil auch gerade nach oben zeigt. Das dürfte dann immer noch passen. Okay. Yay! Und damit haben wir alles mitgenommen. Sehr gut. Und auch das Level können wir dann gleich beenden. Yeah! Okay, und diesmal kein Bonus-Minispiel, aber ist schon okay.
Weil Itemkarten haben wir ja eh aktuell die wichtigsten. Also ich habe ja immer noch diese plus 20er Sterne, die sowieso am besten sind, wie ich finde. Und anderes Zeug habe ich auch ein bisschen, weil ich habe jetzt sogar in diesem Level auch mal eine Feuermelone dann sinnvoll benutzen können, weil ich eben noch wissen wollte, was bei diesem Fragezeichen-Dings da noch war. Und ich wusste halt nicht, wie ich das ansonsten aktivieren könnte, aber mit einer Feuermelone ging's eben. So, dann auch noch gleich 4-3. Und das könnte ein bisschen ein heikles Level werden, wenn ich da mir das Thumbnail anschaue. Don't look back. Nicht zurückschauen. Okay, auch das Level ist es. Oder jetzt dann haben wir auch gleich eine neue Mechanik hier so ein bisschen. So, es werden dann diese Plattformen erklärt, die wir ja sogar schon zuvor schon mal gesehen haben. Wenn ich wegspringe, dann wird die Zahl eben um 1 reduziert. Und wenn sie bei 0 ist, dann ist ja halt die Plattform einfach weg. Genau. So, da oben haben wir einen Münzkreis. Einfach so. Und außerdem aussteigende Luftballons, die auch schneller aufsteigen, wenn ich nicht auf ihnen drauf sein sollte gerade. Und ich kann da jetzt auch ganz nach rechts laufen, aber ich könnte auch hier mit den Luftballons nach oben gehen. Was ich sogar im Endeffekt, glaube ich, machen muss, wenn die nicht in der Wand alle spawnen würden. Toll. Weil es ist nicht so, dass man jetzt hier, genau, man muss hier erstmal nach oben kommen. Und dann da oben geht es nämlich weiter. Okay, und da war so ein Typ sogar schon mal. Ein ziemlich fieser. Also ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass das Level in Sachen 100% relativ schwierig war, weil es hier, glaube ich, auch einige relativ fiese Verstecke gab, man hier sehr viel erkunden musste, um auch wirklich alles zu entdecken. Deswegen, ob ich es hier schaffen werde, glaube ich, beim ersten Mal dann alles mitzunehmen, alle roten Münzen und alle 5 Blumen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Aber ich glaube, es wird eben hier sehr schwierig werden. So, ich habe jetzt die unteren Plattformen noch gar nicht angerührt, wie ihr schon merkt. Aber ich will mir eben die auch noch ganz gerne aufheben, falls ich gleich runterfallen sollte, dass ich eben dann auch überall sicheren Boden habe. So, das sind auch noch rote Münzen. Sehr gut. Und hier geht's dann weiter erstmal. Gut, alles klar. Kann ich denn hier in die Schluchten jetzt eigentlich zum Beispiel reinfallen? Das hätte ich mir gerade noch genauer anschauen können. Weil ich habe das ja gerade eben sehen können. Ich will mal kurz nachschauen, wenn ich hier ganz auf die rechte Seite gehe. Dann kann ich das ja sehen. Weil ich kann mich eben noch daran erinnern, dass es hier in dem Level irgendwo ganz, ganz fiese Secrets, oder zumindest ein fieses Secret irgendwie gab. Wo ich, glaube ich, auch schon häufiger mal Probleme hatte, das zu finden, um die 100% zu erreichen. Und deswegen möchte ich mich jetzt dann hier auch wirklich nochmal extra gründlich umsehen und alles halt auch doppelt und dreifach erkunden, dass wir auch wirklich alles finden und dass wir eben das Level nur ein einziges Mal spielen müssen. Das wäre halt optimal und ich hoffe, dass wir das schaffen können. So, aber erstmal hier einige normale Münzen, die ich aber auch gerne mitnehmen will. Dankeschön. Und in die Röhre kann ich reingehen, ja. Und dann hier oben einige weitere Münzen finden. Okay, ich glaube, hier ist dann gleich ein Helikopter, ja. Aber ich habe nur eine Chance, den zu benutzen, weil der wieder mal aus so einem Fragezeichen-Dings rauskam. Deswegen, ich sollte jetzt gucken, dass ich jetzt hier alles mitnehme, was so irgendwie geht. Ich will am besten erstmal so weit nach oben fliegen, wie es geht, vielleicht. Okay, es gibt auch rote Münzen hier. Und es gibt sogar auch so ein Checkpoint. Auch interessant. Ich werde mal aktivieren. Das sollte ich auch eh machen, weil ich nämlich natürlich auch will, dass die Piranha-Pflanze verschwindet. Okay. Aber rote Münzen habe ich jetzt, glaube ich, schon alle. Ich glaube, es dürfte passen. Ja, ich werde gleich mal das Ziel einfach aktivieren. So. Yay, okay. Und hier ist auch noch eine Blume. Ich hoffe, ich komme zu der noch gleich hin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo ich jetzt hier in diesem Bonusraum eigentlich bin, weil eigentlich muss der ja mit dem eigentlichen Hauptlevel verbunden sein. Oder hätte ich gerade mit dem Helikopter auch noch da oben rausfliegen können und dann die Blume holen können? Ja, das glaube ich eigentlich weniger, weil ich ja dann auch keinen Rückweg mehr hätte. Aber jetzt irgendwo, so rein logisch, müsste jetzt hier oben dann irgendwo der Ort, ja, der Ort gleich auftauchen mit der... Ah ne, es macht tatsächlich Sinn, okay, mit der Blume dann, sehr gut. Weil häufig ist es ja eben auch so, dass halt die Bonusräume dann in komplett neuen Räumen dann halt irgendwo zu finden sind und nicht im eigentlichen Hauptlevel. Aber hier ist wirklich der Bonusraum auch mit dem Hauptlevel verbunden, was ich aber ganz cool finde. Da ist unten jetzt eigentlich noch mehr, weil ich meine, ich habe jetzt schon die Plattform hier ein bisschen zerstört, aber ich komme noch trotzdem nach oben. Ich glaube, da ist nichts mehr ansonsten zu finden. Ich meine, ich muss da eben auch so ein bisschen drauf aufpassen, weil das Level heißt ja nicht umsonst Don't Look Back, weil hier wieder zurückzulaufen, den Weg, den man herkam, ist halt nicht immer empfehlenswert. Übrigens kann man sich hier, glaube ich, auch wieder ein Leben holen, wenn man es richtig macht. Vielleicht. Ja, nicht ganz leider, weil ich habe noch den austreffen müssen. Es ist sehr schwer, weil die alle richtig ausgerichtet sein müssen. Der Paracooper da, und der muss auf der rechten Seite sein. Und apropos Paracooper, das war ein fliegender Gegner. Und ich habe es vergessen, sorry. Aber ich meine, die Kugel will jetzt in der auffliegende Gegner. Und hier werden bestimmt noch weitere fliegende Gegner kommen. Okay, jetzt mal. Ich werde es mal gleich mal kurz testen einfach, ob das geht. So, treffen wir auch den Paracooper. Das tun wir. Ja, deswegen, ja, das geht wirklich bei allen Gegnern, die im Bildschirm sind. Völlig egal, ob die fliegend sind oder nicht. Das geht einfach bei allen,
Obwohl es halt nicht unbedingt eindeutig ist, weil bisher war es halt in vielen anderen Mario-Spielen so, dass Powerblöcke halt nur die Bodengegner oder Deckengegner treffen konnten, ne? Aber zugegeben, der Powerblock hier sieht auch ein bisschen anders aus als der eigentliche, weil der eigentliche ist ja eher so blau und der ist so orangemäßig. Deswegen ist auch verständlich, dass er dann vielleicht ein bisschen anders funktioniert. Toll. Und jetzt bin ich außerhalb des Bildschirms, ernsthaft, außerhalb des Bildschirms von dem Koopa da getroffen worden, obwohl ich den gar nicht gesehen habe. Baby Mario, kommst bitte... Und jetzt ist auch noch so ein Typ hier. Kommst bitte her. Okay. So ein Typ kommt jetzt auch noch. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal gesehen haben. Ich weiß mal... Ich meine, ich habe jetzt eh wieder 10 Punkte. Ich werde es mal kurz zeigen. Denn wenn der in der Nähe ist, dann wird das sich Baby Mario schnappen. Genau. Und dann mit ihm versuchen abzuhauen, dass man dann noch weniger... Also das war jetzt schlecht von mir. Dass man dann noch weniger Chancen hat, dann ihn zu bekommen. Und das war etwas, was ich euch, glaube ich, schon mal beigebracht habe, was man nie machen sollte. Dass während der Counter noch nach oben zählt, dass man dann schon irgendwie Sterne erscheinen lässt. Weil der Counter geht ja jedes Mal von selber wieder auf die 10. Deswegen sollte man auf jeden Fall erst warten, bis er bei den 10 ist und dann erst irgendwie sowas aktivieren, so eine Blume oder auch so ein Fragezeichen-Ding mit Sternen oder sowas, dass man eben dann halt wirklich erst bei den 10 die Sterne erhalten kann, weil es bis zu den 10 ja sowieso automatisch geht. Deswegen, das war jetzt gerade auch sehr schlecht von mir gemacht, aber wird schon irgendwie passen. So, den kann ich nicht reinstampfen, weil da direkt darüber dann die Plattform ist, deswegen das geht nicht. Lassen wir es also erstmal. Aber irgendwie habe ich jetzt schon ein ungutes Gefühl. So als hätte ich schon irgendwas verpasst in dem Level. Ich weiß nicht genau. Irgendwie habe ich hier ein schlechtes Gefühl, muss ich sagen. Ich werde auch noch weiterspielen. Und einfach in der Hoffnung, dass alles noch irgendwie trotzdem passt. 13 und 4 haben wir. Also Blumen schon einige. Aber 7 rote Münzen fehlen dafür noch. Aber okay, jetzt kann ich mich auch wieder erinnern. Okay, das ist das Level. Wie war das jetzt nochmal? Weil wenn ich jetzt nämlich da nach oben gehe, dann komme ich zu einem Bonusraum. Das weiß ich noch. Ich weiß mal nicht mehr, was es bei dem Bonusraum genau gab. Und was jetzt hier nochmal ist. Ich gehe erstmal diesen Weg hier entlang. Weil ich glaube, ich habe dann von dem Bonusraum aus keinen Rückweg mehr. Aber hier jetzt dann schon. Aber hier, habe ich auch keinen mehr. Natürlich. Und das wieder so ein komischer Bohuba-Lohn. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass ich bei dem Bonusraum dann wieder hier rauskomme, da oben. Aber ich glaube nicht, weil es ist nicht so, dass es bei dem Bonusraum, dass es da auch ein Ziel gibt, quasi so ein Secret Exit, könnte man fast schon sagen. Aber vielleicht verwechsel ich es auch. Ich gehe jetzt mal kurz nach oben und schau mal, ob ich mich da getäuscht habe. Oder ob es der ist, den ich meine. Nee, das ist der, den ich meine, genau. Und hier kann ich dann gleich hier mit einem Luftballon dann da entlang fliegen und da auf dem Weg noch einiges an Zeug mitnehmen. Was eine sehr interessante und coole Idee ist, muss man sagen. So, jetzt drauf. Hui! Und dann rüber da. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was jetzt hier nochmal alles war an diesem Ort. Weil vor allem glaube ich eben, dass doch jetzt dann gleich hier oben es auch ein Ziel gibt, das ich betätigen kann, oder? Blume haben wir ja auch noch zumindest, die letzte, ja, schon mal gut. Aber es fehlen noch rote Münzen, und zwar einige. Und ich weiß nicht, ob die jetzt noch alle hier kommen werden. Ich glaube, es eher weniger leben auch noch, ja, schön. Aber ich hätte noch gerne einige rote Münzen. Aufpassen, aufpassen. Okay, es sind noch 5 Stück sind noch hier. Und, na, noch Leben. Verdammt. Ich muss auch kurz mal in Ruhe lassen. Okay. Leben noch, die man sich holen kann, wenn man eben diesen geheimen, diesen Secret Exit hier findet. Aber es fehlen mir trotzdem 2 rote Münzen. Ja. Das ist eben das Doofe. Weil ich will das Ziel noch nicht aktivieren, natürlich. Ich gehe jetzt mal kurz zurück. Weil ist hier unten denn ein Boden eigentlich? Weil gerade eben war da nämlich ein Boden, glaube ich. Da ist einer, ja. Ja, vielleicht kann ich ja jetzt dann hier nach unten fallen und dann doch wieder zum eigentlichen Hauptbereich kommen. Ja, hier nämlich, genau. Ich kann wieder hier zum Hauptbereich kommen und vielleicht sind ja die letzten beiden roten Münzen noch da am Ende. Obwohl ich das eigentlich weniger glaube, weil das auch sehr fies wäre, wenn man halt wirklich dann beim Secret Exit noch nach unten laufen müsste. Deswegen ist, glaube ich, eigentlich weniger. Aber vielleicht ist es ja doch so. Ich habe keine Ahnung. Und irgendwie gibt es noch einen Schalter vielleicht da oben oder so. Ja, aber in der Kiste sind keine Schalter drin. Nee, Sterne halt noch. Kann einer von den Buhu-Typen, kann einer von denen irgendwie, da ist noch ein Nebenballon irgendwie, der einen Flieger zerplatzt. Also hier gibt es auch wirklich einige total seltsame Mechaniken, die auch nur in dem Level vorkommen und dann nie wieder. Was ich auch seltsam finde, ehrlich gesagt. Aber na gut, hier wieder so ein Luftballon, den man sich holen könnte, wenn man schnell genug ist. Ich weiß gar nicht mal, was ich mit dem machen muss. Muss ich den abwerfen mit dem Ei oder wie ist das? Mach mal kurz. Ja, Moment. Ich muss dann den Flyguy da halt auffressen oder töten oder sowas. Ich weiß aber nicht genau. Hier ist aber auch das Ziel. Ja, habe ich einfach doch irgendwo sonst im Level dann 2 rote Münzen verpasst. Ja, vielleicht dann eben bei irgendeinem fiesen Secret, weil wie gesagt, ich kann mich da noch an irgendwas erinnern, dass es hier so ein fieses Secret irgendwo gab, aber ich weiß eben nicht mehr wo. Ja, ich werde es jetzt mal, glaube ich, beenden. Oder kann ich hier einfach reingehen, oder wie? Nee. Ich werde es mal, glaube ich, dann gleich... Oder hier oben vielleicht? Aber da kam ich ja her, hier oben, ja.
Ja, okay, aber warte mal kurz. Moment. Weil hier kam ich jetzt nicht her. Ist hier oben noch was? Ja, okay, oder ist es so, dass es da oben halt dann zwei Durchgänge gab, wo ich dann auch unten wieder fallen kann zum Hauptbereich und das ist halt dann der andere eben. Das kann auch sein. Okay, ich werde jetzt mal beenden das Level und dann leider nochmal neu spielen müssen. Mit dann den letzten beiden roten Münzen, die mir jetzt noch fehlen. Und ich weiß eben nicht genau, wo die waren, leider. Ich meine, vielleicht waren das auch wieder solche Flyguys, die einfach dann abgehauen sind. Weil da haben wir ja auch einen am Anfang des Levels gefunden. Ne? Und das kann ich mir noch vorstellen. Oder es ist doch halt irgendwo ein total fieses Secret, an das ich mich halt nur noch so halb erinnern konnte. Ich weiß mal nicht mehr genau. Weil ist es nicht so, dass man halt doch irgendwo in irgendeiner Schlucht einfach nach unten springen konnte und dass man da einfach so rote Münzen gefunden hat? War das nicht so? Irgendwie? Ich weiß nicht genau, vielleicht. Aber ich gehe mal nochmal rein und werde dann euch hoffentlich gleich noch zeigen können, wo dann die letzten beiden roten Münzen noch waren. Oh, hier oben? Was? Okay, hier oben kam... Ich hab's noch ganz am Rand des Bildschirms sehen können. In der Ecke, da kam gerade ein Flyguy. Hier so, bei den Eiern da. Okay. Ja, da ist einer. Aber halt nur einer. Den habe ich gerade eben nicht mitgenommen, ne? Ich glaube nicht. Das ist eben das total Blöde an denen. Dass sie halt manchmal auch auftauchen können, obwohl man sie im Bildschirm noch gar nicht sehen kann. Und dass sie aber dann auch gleich wieder verschwinden. Und deswegen finde ich die Gegner echt total nervig. Und wahrscheinlich gibt es halt noch einen weiteren von denen hier irgendwo, den ich jetzt auch noch suchen darf. Toll. Naja, nehme ich hier. Nein! Nein, ich komm hier hin! Nein! Aber ich habe ihn gesehen, wenigstens. Oh Mann. So, jetzt werde ich ihn mir aber holen. Das ist aber total doof, da hinzukommen, weil ich erst die Piranha-Pflanze töten müsste. Aber jetzt habe ich ihn auf jeden Fall. Und deshalb sollten wir, glaube ich, hier alles haben. Mal schauen. Ja, wir haben alles. Huh. Diese verdammten, blöden Flyguys, die immer sofort abhauen, die sind so nervig einfach nur. Die haben mich auch schon früher immer total viele Nerven gekostet. Und es war schon zu erwarten, dass es hier beim Let's Play nicht anders sein würde. Oh Mann, ey. Aber jetzt haben wir wenigstens dann auch hier alles bekommen. Yeah! So. Aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier für diesen Part von Let's Play Yoshi's Island? Den Boss schaffen wir jetzt in diesem Part leider nicht mehr, deswegen sind wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen, weil das könnte dann doch noch ein bisschen zu lange dauern, da uns jetzt dann dieses Level doch ein bisschen aufgehalten hat, weil es halt dann echt nicht so ganz einfach war. Ich meine, so lang war das Level ja jetzt eigentlich auch wieder nicht, aber es war halt ein bisschen nervig, weil ich halt da einiges nachholen musste mit den blöden Flygeister. Aber ja, beim nächsten Mal kommt dann eben der erste Bosskampf hier aus Welt 4, ein sehr, sehr interessanter Boss, kann man nicht auch schon hier natürlich wieder sehen. Das ist nämlich dieser eine kleine Typ da, den wir schon häufiger auch gesehen haben, dieser total leichte Mini-Gegner da. Und der Bosskampf hier, der wird dann auch sehr interessant werden, weil hat auch ein interessantes Prinzip, finde ich. Und an das Schloss selber kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Das ist auch ziemlich cool. Da man da, glaube ich, wenn es das Richtige ist und dass ich gerade denke, vier verschiedene Wege haben wird und man darf frei wählen, welche Wege man zuerst geht und muss dann da lauter so Herausforderungen abschließen quasi. Also ist echt cool gemacht, wie ich finde. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.